Mystery und Thriller im alten Shanghai. Nach welch grausamer Gnade begeistert uns Chloe Gong wieder mit viel Action, Spannung und düsteren Geheimnissen. Okay, ich habe welch grausame Gnade ja absolut geliebt. Und auch unsere Bookchatter-Community hat es ja voll abgefeiert. Deswegen bin ich schon echt gespannt, mit was uns Chloe Gong dieses Mal beglückt. Ist das Buch ein Einzelband oder der Start einer neuen Reihe? Es ist tatsächlich der Start einer neuen Reihe. Es ist aber auch ein Spin-off sozusagen. Also die Charaktere, die hier vorkommen, haben wir auch schon in welch grausame Gnade kennengelernt. Und ja, wenn man sich nicht zu der anderen Reihe spoilern lassen will, sollte man die zuerst lesen. Ich liebe es irgendwie, wenn man die Charaktere schon aus einer anderen Geschichte kennt, weil dann kennt man sie schon ein bisschen und ist mit ihnen vertraut. Aber kannst du uns noch ein bisschen mehr zum Inhalt erzählen? Auf jeden Fall. Also ja, es geht hier quasi um die Hauptprotagonistin Rosalind. Sie spielt die größte Rolle in der Geschichte. Ich finde sie unglaublich beeindruckend. Sie ist dem Tod nämlich knapp entkommen und ist durch, sagen wir mal, wissenschaftlichen Experimenten unsterblich geworden. Und weil sie einen Fehler aus ihrer Vergangenheit wieder gut machen will, hat sie sich dazu entschlossen, eine Assassinin für ihr Land zu sein. Und sie ist nicht nur schön, sie ist auch absolut tödlich. Und sie hat sogar einen Codenamen, unter dem sie arbeitet. Also sie ist Assassinin und Geheimagentin zugleich. Und der ist Fortuna. Und ich finde, das klingt einfach so cool. Das ist echt Fortuna cool. Fortuna ist ein geiler Name. Das Ganze spielt in Shanghai, hast du gesagt, genau. Oder? Genau. Es spielt in 1931, also ein paar Jahre nach welch grausame Gnade. Und ihr könnt euch das Ganze ein bisschen so vorstellen wie das asiatische New York City. Es treffen sehr viele Kulturen aufeinander. Und es gibt aber auch gleichzeitig einen Konflikt zwischen den Japanern und China. Und jetzt kommt Rosalind ins Spiel. Sie muss nämlich eine Reihe von unaufgeklärten Morden nachgehen. Und dazu muss sie mit Orion eine Scheinehe führen. Der ist übrigens auch Geheimagent. Und hier kommt mein Lieblingstrope ins Spiel, Fake Marriage. Ich hab schon gerochen. Ja, ja. Es ist großartig. Also es ist gewissermaßen auch ein bisschen Haters to Lovers. Okay. Anders, die beiden finden es nicht so gut, dass sie da zusammen... Rosalind findet Orion gar nicht gut. Also er ist auch einfach das komplette Gegenteil von ihr. Sie ist ein bisschen ernster. Sie ist... ja, sie hat ein genaues Ziel, sie will ihre Fehler wieder gut machen. Er ist das komplette Gegenteil. Er ist so ein bisschen dieser Player, nimmt nichts ernst und geht ihr eigentlich dauerhaft auf die Nerven, was sie gar nicht so gut findet. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Momente, in denen es so ein bisschen mehr kribbelt und knistert. Ja, es ist wirklich großartig. Und was waren sonst so richtig schöne Lesemomente für dich? Kennt ihr diesen Moment, wenn sie sich die ganze Zeit nicht leiden können, aber dann dieser eine Funke zwischen ihnen fliegt? Oder diese Momente, wenn er fragt, woher hast du diese Narben? Oh ja, so ein bisschen Beschützerinstinkt. Also ich glaube, am meisten hat mich ja wirklich dieser Mystery und dieser Geheimagentenanteil so gefesselt. Weil das kenne ich echt noch aus keinem anderen Buch. Ich auch nicht. Und es ist so spannend, dass auch noch im Bezug zu Romance-Faktoren natürlich, es ist das perfekte Buch für mich. Ganz ehrlich, Chloe Gongs Schreibstil, was das betrifft, ist meisterhaft. Ich glaube, sie wäre eine richtig, richtig gute Geschichtslehrerin. Oh. Also, da hätte ich definitiv im Geschichtsunterricht aufgepasst. Und sie hat ja auch meistens in ihren Danksagungen auch geschrieben, dass ihre Geschichten so gewissermaßen historisch schon eine Grundlage für ihre Story ist, aber trotzdem noch sehr, sehr viel Fiktion mit drin steckt. Und das finde ich irgendwie so umso spannender. Okay, Jess, wir geben dir Sätze und du zeigst uns mit deinen Daumen, was zutrifft und wie sehr es zutrifft. Okay, kriege ich hin. Ist das Buch witzig? Ja. Sehr gut. Ist das Buch zum Gruseln? Schon ein bisschen. So, ja, ist gut so, weil wenn es too much wäre, weiß ich nicht. Ja, also es hat Thriller-Elemente. Ich hatte keine Angst im Dunkeln, ich hatte keine schlaflosen Nächte. Ich kam klar damit. Wie sieht's aus mit Liebe und Leidenschaft? War das am Start und war das gut? Slow burn, aber es hat mich gefuckt. Okay, haben wir Kampfszenen? Ja, unglaublich viel. Also, mach noch einen Daumen dazu. Einen. Nein, beide. Wird es in dem Buch auch ein bisschen blutig zugehen? Eher nicht, weil die Hauptwaffen, die hier eingesetzt werden, sind Gift. Und würdest du Orion daten? Okay, jetzt machen wir einmal alle die Daumen nach oben. Okay. Ist klar? Vielen Dank. Ein eindeutiges Ja. Würdest du gerne so kämpfen können wie Rosalind? Ich finde sie schon sehr beeindruckend. Also, ja, also
Definitiv, ja. Also hat das Buch dich wachgehalten? Ja. Ich wollte nicht aufhören zu lesen. Auf der anderen Seite wusste ich aber auch, dass der zweite Band noch nicht da ist. Aber trotzdem, ich konnte nicht aufhören. Also ich würde Welchtrügerisches Glück allen empfehlen, die auf Romantic Suspense stehen. Also romantische Geschichte mit viel Spannung, viel Action und Geheimagenten. Ihr kommt hier definitiv auf eure Kosten. Jazz, schenkst du es mir? Es ist wirklich schwer, das aus der Hand zu geben, weil guckt euch dieses Cover an. Siehst du? Es ist schwer, es loszulassen. So ihr Lieben, das war es leider schon mit diesem Video. Doch keine Sorge, wir haben noch ganz viele weitere Videos für euch. Also einfach mal auf unserem Kanal vorbeischauen und klickt euch da gerne mal durch. Wir würden uns natürlich immer über Feedback freuen. Gerne in Form von Likes oder auch Kommentaren. Und damit ihr nichts mehr verpasst, abonniert unseren Kanal auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, weiter geht's mit den nächsten Buchtipps von uns und wir sehen uns. Bis gleich. Ciao. Ciao.